Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Game, heute mit Looter Kings. Wir haben bei der Gamescom uns mal den Stand angesehen, haben auch mal ein bisschen angezockt und haben uns das Spiel direkt mal angeeignet. Zudem haben wir uns mal unsere schönen Looter Kings Custom Kostüme nochmal zugelegt. Wir werden mal nachher schauen, ob wir sie irgendwie aktivieren können. Und zusammen werden wir heute Looter Kings zocken mit Brownie, aka Boar, und Arcanus. Wir haben mal die Kleinigkeiten hier ausprobiert, wo wir Fähigkeiten einsetzen können und unsere Sonderfähigkeiten aktivieren können. Ich bin, glaube ich, ein Schurke, denn ich kann mich unsichtbar machen. Christoph spielt den... Wen spielst du? Gute Frage. Ich kann auf jeden Fall diesen Helfer beschwören. Also wahrscheinlich Schwertkämpfe. Meinst du, gibt es sowas wie Totenbeschwörer? Ah, drückt mal auf, Tabulator. Ah, okay. Weapon Specialist. Ja, Götterfähigkeit. Godability. Genau. Ich also bin der Jerk-Shaman. Okay, alles ich klar. Ich bin auch Wurzelschaman. Schaman-Bastard. Wurzelschaman-Bastard. Ja, gut, du hast Englisch, ich hab Deutsch. Ja, okay. Und Christoph, was steht bei dir? Ich hab einen Sturmgeist. Ah ja. Okay, alles klar. Ja, mit den Informationen werden wir jetzt mal ins Spiel reingehen. Waffen haben aber alles gleiche, gell? Ja, ich denke mal, ja. Ich denke mal, das ist... Holzschwert von Garuk, dem Schwachen. Ich bin der Bastardo-Schamane. Ah, rechts. Oh, jetzt kaputt. Oh, oh ja, hier links auch schon ein Skelett. Ah ja, huitsch! Bam, voll weggehauen, ey. Hau sie! Ah. Oh, ich geh mal runter. Ja. Oh, die hauen aber schon ordentlich zu. Ja. Krass. Uha! Wie, die Horde ist geschwächt, die Götter sind erzürnt, was? Und stehst wieder. Oh, ich bin down, ihr müsst mich zurückholen. Ja, ja, ja. Na, ich bin auch down gegangen. Das fängt ja schon mal super an. Ja, jetzt erholen sie sich schnell wieder und so weiter. Okay, also ich habe auf der Gamescom mal mit einem der Programmierer gesprochen und der netten Dame, die mit für das Design zuständig war. Wie isst man die Pilz mit E? Alles klar. Der Dungeon Crawler hat eben diesen Hauptaugenmerk darauf, dass man eben Vorteile erzielen kann durch das Spielen, mit anderen Goblins, indem man eben auf deren Rücken klettert und dadurch anscheinend einen erhöhten Damage bekommt. Und die Gottfähigkeiten, glaube ich, so wie ich es mitbekommen habe, deutlich stärker sein soll, wenn man sie aus dem Rücken heraus aktiviert. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass sie das auch so gesetzt haben, dass man dann zusammen mehr als doppelt so viel Damage macht, wie als wenn man zu zweit draufschlagen würde, sonst würde das Prinzip ja keinen Sinn machen. Ah, okay. Alles klar. Ja, die Pilze habe ich eben auch gesammelt. Die kannst du werfen, aber ich weiß nicht, wie viel Schaden die machen. Nee, ich hatte was gelesen, dass die angeblich stunnen sollen, aber ich glaube, ich habe jetzt alle weggeschmissen. Ich habe nur die drei gefunden. Die waren da seitlich. Okay, dann geht's hier weiter, Jungs. Ja? Für die Dunkelheit! Ja! Und das Spiel ist auch aus dem, aus dem Hause Looter Kings, das heißt, der Entwickler ist gleich erstes Game, was sie veröffentlicht haben. Guck mal, hier links unten, da geht's noch ordentlich ab. So. Das Spiel ist, glaube ich, 2 Tage vor Gamescom erschienen, oder? Das heißt, was hatten wir da? Ungefähr der 16. gell? Ja, fast 16.8. Oh, Money. Oh, nicht reinwerfen. Wow, da sind voll viele. Oh, ich geh gleich down. Bei mir stellt sich immer noch die Frage, wie das mit der Hitbox ist. Ja, was das meinst egal du? Ist, ob das egal ist, wie du stehst. Achso, von hinten, von vorne etc. Guck mal, hier rechts sind noch ein paar Pilze. Was bringen dir die Pilze denn, wenn du eh schon volles Leben hast? Ich bin fast tot. Ja, die sind bestimmt giftig. Nicht die. Egal, es wird alles gegessen. Oh. Ah, hier ist ein Shop. Ein Shop, ja, und hier sind Fragezeichen. So, vielleicht kriegen wir hier auch unsere
Ausrüstung, die wir frei. Ja, da haben wir sie. Genau. Ausgerüstet. Ach, und da müssten wir aber Geld bekommen. Out of stock. Schade. Ich hatte gedacht, dass man da durch unseren Code irgendwie. Nicht genug Gold. Schon automatisch drankommen würden. Ach, den müssen wir zuerst finden. Ja, okay. Ich bin bei 21 Gold. Ich kann nichts holen. Ich habe 27 von denen, ja, aber. Okay. Ja, mit Controllerzeichen rechts links oben. Ah! Stronger. Guck hier. Genau das, was ich eben nochmal erklärt habe. Wenn du gestackt bist, ist deine God-Ability deutlich stärker als alleine. Mhm. Ah, cool. Das heißt, ja. Ich springe auf euren Rücken und beschwöre ich das Mannequin und dann ist der. Ah, guck mal, du kannst auch beide God-Aktivitäten oder God-Fähigkeiten kombinieren. Okay. Alles klar. Kann man die Kristalle abbauen? Nee, gell? Das habe ich eigentlich mal auch so. Wie sagt man? Das hatte ich jetzt auch gedacht, dass man die Kristalle hier irgendwie. Ja, abfarmen kann oder sowas. Ja. Aber es sind anscheinend einfach nur. Lichtquellen. Licht, genau, Lichtquellen, aber, ja. Fände ich aber irgendwie doof, weil Kristall Licht was wert. Ja, von der Story her soll es so sein, hat zumindest der Programmierer gesagt. Geht's da hoch? Sind das so versteckte. Nee, okay. Wäre natürlich cool gewesen. Ja, hier ist irgendwas. Das heißt, wir müssen denselben Weg wieder zurück, gehe ich mal stark von aus. Ja, aber was bringt uns das? Ah, hier ist der Shop. Hier war nur der Shop scheinbar. Genau. Ja. Ist es so, dass wir als Goblins weit unten im Kellergewölbe anfangen und das Bestreben haben, ja, okay, uns immer weiter nach oben zu kämpfen, weil oben die Elfenkönigin ihre Herrschaft hat, wo wir uns dann an ihrem Reichtum bedienen möchten. Das Spiel ist so, wie ihr es seht, glaube ich, auch noch in der Fassung 1, oder? Early Access, erste Version oder sowas. Mhm. Merkt man gerade, dass ich hier nicht rauskomme. Wo bist du? Ja, dann geht er weiter runter, oder? Ich geht nicht. Ach so, gar nicht. Geh auf mich drauf. Geh auf mich drauf. Okay. Ja, perfekt. Zusammen sind wir stark. Genau. Darum geht's ja in dem Game. Also ich gehe hier lang. Aber ihr könntet euch vielleicht auch gegenseitig werfen. Was kann man denn hier? Tun wir auf diese Pflanze? Nee. Steig auf mich drauf. Alter, sind das viele! Vor allem, die haben schon Ausrüstung und die sind nur nackt. Ja. Boah, boah, haut mich alle auf mich, Hilfe, der dreht sich. Ah, ich kipp um. Geht weg! Na, lasst mich in Ruhe! Ich bin dann auch so ein bisschen am Abnippeln, glaube ich. Ich bin auf jeden Fall rot am Blinken. Scheiße! Boah, zwei Goblins. Nein, oh, ich hab Geld verloren, oh mein Gott. Loot, drei Pilze. Hauptsache den Loot noch aufgehoben. Egal ob man stirbt, Hauptsache den Loot. Geht doch irgendwo nach oben vielleicht. Dann seid ihr safe. Weil die können nirgendwo hochklettern. Christoph, ich hatte dich eigentlich eben. Ja, ich weiß, aber ich war noch in der Animation zum Aufstehen. Und nun? Ach cool, ich kann krabbeln. Oh, wie cool. Oh, man sieht seine Eier. Habt ihr einen Balken, der auch nach unten geht, oder habt ihr so viel Zeit, wie ich will? Nö, du hast so viel Zeit, wie du willst. Scheint wahrscheinlich so viel Zeit wie möglich. Okay, ich hoffe, dass die sich nicht wieder regenerieren oder sowas. Da kommen mehr. Da kam gerade noch einer. Der ist gerade aufgetaucht. So, Christoph, ich versuche zu dir hinterzurennen, weil ja, ich bin, glaube ich, auch so gut wie tot. Nö, du hast volles Leben eigentlich. Bei mir nicht. Oder ich sehe es zumindest. Ah, doch, hast recht, daneben. Dann hol ich jetzt. Hab dich. Nee. Du bist wieder umgekippt. Ein paar Stück habe ich down bekommen. Einer musste ablenken, der andere muss ihn wiederholen. Ich bin schon wieder fast. Hier, fress Pilz. Ja, es ist ein Stun. Scheiße, die sind direkt hinter mir. Fress Pilze! Au! Das war die falsche Richtung. Lauf.
Heb ihn auf, heb ihn auf. Was ist das? Okay. Das ist Pilz. Geht doch. Hui, ja, bam. Eine noch, komm. Na also. Oh. Yeah, ist dein Geist geschafft. Eigentlich nur zur Ablenkung oder kann der auch Damage machen? Der macht Damage, glaube ich. Okay. Also der schlägt zu. Aber er scheint eher jetzt gerade so verwirrt durch die Gegend zu laufen. Ja, keine Ahnung. Dahin zu laufen, wo die nächsten, also wo es weitergeht, habe ich schon. Hier sind Pilze. Pilze, wo? Ja, hat ihr schon gegessen. In der Ecke, hier sind auch welche. Achso, habt ihr schon gegessen? Nee, ich hab die wenigsten Leben von uns. Ach, mit Shift kann man ja schneller laufen. Ach, gut zu wissen, danke. Schön, dass wir uns da so gut drauf vorbereitet haben. Ja, das sind gerade erst die dran, aber nur kurz. Hey! Den konnte ich nicht essen, weil du schon gegessen hast. Ja. Boah, die sind böse, die Teile. Wo geht's weiter? Komm her! Wow! Ja, der hat mich umgehauen. Aber den einen habe ich alleine gut gerade niedergemacht. Ja, ich kämpfe gegen zwei. Wäre super, wenn ihr helfen könntet. Ich bin umgefallen, wie gesagt. Ich bin halt tot. Ach so! Ernsthaft? Nee, ich bin halb. Ach, halt, daneben sind Pilze. Da sind noch Pilze. Brownie. Hab ich ja schon gegessen. Aber die Kleinen hier auch? Jetzt bin ich auch tot. Oh ja, die Kleinen hier auch. Ja, jetzt bin ich tot. Okay, Christoph, lenk du so. Lenk du so ab, ist gut. Warte. Scheiße. Oh, ich habe ihn zwar getroffen, aber. Nee, es hängt wieder der andere bei dir. Ja, ja, deswegen versuche ich auch schon alleine. Jetzt renne ich zu ihm. Ich hab alle drei. Jo, ist wieder da. Lauf. Ah, du kannst aber nicht unendlich rennen, gell? Ah, oh, ich bin down. Ich krabbel so in die Ecke. Vielleicht kriegt er mich da eher. Wieso kommt dann noch eine? Weil es eine gewisse Anzahl ist, die zu besiegen sind. Nein, Christoph! Ich hab gehofft, mit Schiff schnell rennen, vielleicht kriegst du es dann hin. Nee. Nein! Nee. Schämt euch! Was stand nochmal in der Beschreibung drin? Ich hab's mir leider nicht komplett durchgelesen. Wird der Loot geteilt? Keine Ahnung. Ich glaube, es geht darum, wer der King von uns ist beim Looten. Nee, weil dann würde ich nämlich mal vorschlagen, dass sich einer auf das Einsammeln konzentriert, dass der Rest entsprechend, oder dass der eine sich gute Ausrüstung leisten kann. Loot ist wichtig, sammel es. Ach, guck mal. Genau. Wir haben jetzt irgendwie die Dings gewechselt, die Klasse gewechselt. Habe jetzt gerade mal geguckt und ich bin jetzt unsichtbar. Ich bin immer noch derselbe. Nee, ich kann mich auch immer noch so unsichtbar machen. Jetzt sind wir beide unsichtbar. Ja, keine Ahnung, wie man das wechselt. Ach, man heilt in der Zeit auch. Man hätte schon mal die Fähigkeit durchlesen sollen. Become invisible and heal yourself for a short time. Nee, nach einiger Zeit der Unsichtbarkeit erscheinst du wieder in einer Eisexplosion die Gegner einfriert. Ah, dann ist immer doch was anderes. Wir sind halt nur beide am Anfang unsichtbar. Ich kann mich heilen dann noch. Nur den. Go, go, go. Wie viel Loot habt ihr momentan? 9. Ich hab 5. Okay, dann sollte wirklich einer momentan sich den Loot mal greifen. Wer greift sich den Loot? Wow. Kann ich machen. Ja, aber... Die Kleine, aber sind das Loot greifen ist ja eigentlich dumm, weil wenn du was kaufen willst, wie gibst du es dann an die anderen? Ja, eben nicht, dass sich einer hauptsächlich mal das Loot nimmt, weil der sich dann wenigstens mal ausrüsten kann. Weil wenn wir alle drei nur ein bisschen Loot haben, kann sich keiner von uns was leisten. Boah, der hat gedreht. Oh, also das war die Überlegung, die ich dabei hatte. Ich gehe mal in die Ecke. Also ich habe meinen Loot gerade abgegeben, der liegt da. Boah, shit. Bei mir ist es ganz knapp. Also den Geist, den ich jetzt beschwören kann, ist definitiv nur eine Haut-Rauf-Figur. Also der ist so dazu da, dass die draufkloppen. Peter, die sind hinter mir her, glaube ich. Ich bin gerade am... Ja, warte, ich hole den Christoph gerade. Du bist frei, ja. Ja. Christoph ist auch wieder da. Voll in die Eier getreten, komm. Oh, Level up. Wie habe ich das geschafft? Hab ich auch schon Level gemacht?
Ach, das war doch irgendwas mit der 15er-Kombo. Vielleicht sollten wir da mal drauf achten, dass man doch da seinen Berserker-Mode verfallen kann. Aber da musst du halt auch erstmal durchkommen, ja, bis in ja, die 15er-Kombo. Ich hatte fast mal, ich hatte 13 vorhin, bevor wir umgekippt sind. Seht ihr das überhaupt? Sehen wir was? Ja. Achso, steht oben drüber, ja. Ja, steht dran. Okay. Gar nicht drauf geachtet. Oh, Essen wäre schlau gewesen, ja. Wow. Boah, die drehen dauernd mehr. Ah, ach Gott, ja. 9, 10, 12, 11, 13, 14, 15, nein, what the hell? 11 bin ich, 11 bin ich, 12, 13, 14, ja, 15, jetzt! Ich bin rot. Ja, ich auch. So. Oh, nein. Aber jetzt bin ich trotzdem gestorben. Nein, ich hab... Ja, ja, damit nimmst du trotzdem wahrscheinlich. Nein, nein, die Sache ist einfach, du, ich hab so viel Schaden gefressen, um da hochzukommen. Hier in der Ecke. Ein kleiner Armer. Habt ihr irgendwo noch einen Pilz? Ja, schon mit zuerst mal den Pilz, dann belebe ich euch wieder. Oh, sind wir am Anfang noch so, schlecht, ey. Zuerst zum Brownie, zuerst zum Brownie. 3, 2, hab 1, dich! 1, 2, yep. Und direkt weiter gehen. Zum Christoph. Hab dich! No. Alter Schwede. Hier, da, hau den da. Oh nein, ich bin benommen von dem Pilz. Ja, das hatte ich auch gehabt, bin dann direkt erschlagen worden. Und ich hab Damage sogar durch den Pilz bekommen. Ja, ja, nicht alle halt. Pilze sind gut, genau. Dann sammelt mal einen, ich hab kein Geld, von daher. Da hinten liegt da noch was. Ja, nehmt euch es. Ach nee, das sieht aus wie Erfahrungspunkte. Hier ist noch Dings. Ich heile mich durch meine Fähigkeit, also ich werde nehmen den Pilz nicht jetzt. Ja, gut, ist die Frage, wie viel Heilung kriegst du dadurch? Och, ich hab jetzt ein halbes Leben bekommen. Da ist noch ein Pilz. Christoph, nimm mal den Pilz. Shop sieht immer gleich aus. Ah, jetzt hab ich einen Zauberstab da drin. Oh ja, ja. Danke, danke. Also ich hab 15. Hier oben ist noch eine Truhe, ne? Also. Bildinfo wie eben. Okay. Ach so, hä? Ich hab gedacht, da wäre ein Zauberstab drin. Also ich kann mir leider momentan noch nichts leisten. Mit 33 kann man sich einen Zauberstab kaufen, der hat eine Kerze oben drauf. Ist das geil? Ja, und wahrscheinlich trotzdem besser als das, was du hast. Feuerstab. Nee, ich meine, ich das hat die angezeigt, mir aber nicht. Ja, weil du verschiedene Klassen hast. Achso. Ja, cool. Du musst halt auf den Zauberstab klicken. Ja, das ist mir auch klar, Christoph. Out of stock, nee. Aber hier? Nee. Gibt's nur die Narrentracht. Du hast auf jeden Fall mal ein cooles Tattoo auf der Arschbacke. Ja, das habe ich doch früher schon gesagt, das haben das wir beide. Das ist eine Tätowierung, das ist... Die Christoph und ich, wir sind verletzt. Siehst du es nicht? Das sind Bandagen ja, und guck dir mal unsere Augen an und den Bauch. Ach, hast recht? Ich glaube, das wäre ein halt Tattoo. Schon zusammengeflickt. Wir sind schon zusammengeflickt einfach. Wir haben schon ein paar Kämpfe hinter uns. Wir sind das Schlachtopfer. Nee, vorne. Ganz einfach. Peter hat sich einfach mit uns so lange geprügelt, bis wir akzeptiert haben, dass er der Chef ist. Deswegen bin ich auch der Grüne und ihr genau, seid die. Genau. Wir sind dein Gefolge. So für sieht's uns aus. Meister, für uns Meister. Wo geht's lang? Ja. Jeff. Ey! Weg da. Ja! Entschuldigung. Wenn, dann bin ich der oben drauf sitzt. Peter ist immer oben. Meister, Meister, da kommt wieder einer. Schon wieder ein neuer. Auf Abenteuer. Wartet mal. Was ist mit dir los? Rennt nicht weg. Immer die weiß leuchtende Tür mit Rahmen. Umrahmung. Ja. Oh, okay. Hier, direkt hinter uns. Upsa. Alle auf einen, alle auf einen. Ja, genau, so. Prügelt, gut. Prügelt das Gelenk. Ja. Das sind das Beschwörer? Kann das sein? Keine Ahnung. Wow, ihr fresst den da, ihr Hunde. Wow. Ich hab irgendwie, hab ich kein Leben mehr. Ich muss mal ein Stück rennen. Pilze sammeln. Ah, guck mal, ich kann auch im unsichtbaren Modus trotzdem weiterkämpfen. Ja, du bist relativ stark. Oh mein Gott, und ich setze die Fähigkeit an, sodass ich genau niemanden treffe. Oh, oh, jetzt muss ich weg, jetzt muss ich weg. Noch ein paar Haken schlagen. Ein bisschen Loot dabei aufheben. Jetzt weiß ich natürlich nicht, welche... Oh, wer ist von euch down? Ich. Also irgendwie
Das Kampfsystem, das muss noch ein bisschen verbessert werden, habe ich so das Gefühl. Warum? Ist halt ein bisschen anspruchsvoll. Nee, ist nicht anspruchsvoll, das ist irgendwie schwammig. Findest du? Ja, ich weiß nicht, wann ich die... Habe ich jemanden getroffen? Ja, werde ich getroffen? Ich ja. Wie Christoph ja vorhin auch gesagt hat, also irgendwie habe ich gerade zigtausend Leben verloren, ich weiß auch nicht wieso. Ja, das war bei mir genauso. Okay, so Christoph, wo bist du? Ich bin jetzt beim Brown. Was ist hier drin? Ja, ich hab ihn, ich hab ihn. Jawohl. Lauf, lauf, lauf. Ah, direkt in den Arsch geschossen bekommen. Nein, was, ey. Den dicken Schlag habe ich gemacht und bin direkt gekickt worden, ey. Ja. Durch was bitte? Durch den, die Schockwelle. Der macht so eine, so ein AOE. Yeah, man, yeah! Och, du Schwein. So, jetzt kann ich euch holen. Ich bin so losgeworden. Wir haben gerade was, ein bisschen was Besseres. Oh, yeah. Was anderes könnte ja von euch nicht kommen, gell? lauf, lauf! Lasst mich zurück! Man kann sie hier hinten hinlocken. Und kann dann über den Steg laufen, weil die selbst über den Steg nicht laufen können. Ja, cool. Ich hab den eben gekillt. Und dann kam gerade ein neuer. Ich habe auch gerade gedacht, geil, ihr lauft gerade genau. Nein! Lauf zu mir, wo bist du denn? Hey, was machst du da hinten? Nicht looten! Ich wollte einen Pilz essen. Oh mein Gott! Das war der falsche Pilz. Nein! Oh mein Gott. Geil. Das oh nö. Peter, das waren jetzt 21, 22. Ja, genau. Also damit war die erste Aufnahme schon zu Ende. Wir hoffen, ihr habt Spaß gehabt. Wir konnten euch das erste Level mal so ein bisschen zeigen. Wir werden direkt einen nachsetzen und in 2 Tagen seht ihr die nächste Abteilung.